Die Rugby-Spieler hauen jetzt die Bobfahrer weg. Weil wir besser aussehen. Wir haben einen tieferen Körperschwerpunkt. So sieht's aus. Wir hauen die Rugby-Jungs weg, einfach weil wir schwerer sind. Weil wir es einfach können. Das sieht man doch. Der wahrscheinlich wichtigste Wettkampf des Jahres ist gestartet. Team Rugby im Vordergrund und der Achterbob hinten. Ja, die Rugby-Jungs richtig stark unterwegs. Phil Chesney holt da einen ordentlichen Vorsprung raus, rennt jetzt zurück. Nein, er rennt nicht zurück. Was macht er denn da? Der Ruderer geht natürlich zurück zum Wechsel. Phil Chesney hat irgendeine komische Taktik sich da ausgedacht und liegt jetzt erstmal ein Stück hinten. Das Ding lassen die sich nicht mehr nehmen. Aber da kommt es zum Sturz auf der anderen Seite. Lauritz hollert am Boden. Team Achterbob trotzdem noch in Führung. Jetzt der Wechsel auf Hannes Ozig. Aber der funktioniert auch nicht. Das dauert lange, bis er zum Laufen kommt. Und richtig Tempo kriegt er da auch nicht rein. Das ist die Chance fürs Rugby-Team, vielleicht doch noch mal ranzukommen in diesem Duell. Rugby-Team rückt ran, aber jetzt Thorsten Magis mit der Urgewalt eines Bob-Anschiebers zieht er den Reifen in Rekordzeit rüber. Jetzt der letzte Wechsel auf Richard Schmidt für das Team Achterbob. Nein, das lassen die sich nicht mehr nehmen. Jetzt einmal noch in den Gurt, Reifen geschnappt und ab ins Ziel. Und das ist der Sieg fürs Team Achterbob.